mich allein, lass mich allein, komm, lass mich allein. Ich freue mich, dass du heute natürlich wieder eingeschaltet hast und dir das Video bis zum Ende hoffentlich anschaust, denn heute habe ich ein kleines Special für euch. Wie ihr wisst, ist Candy Rain diese Woche, also am Montag, am 13.8. ein Jahr alt geworden und ich hatte ja die Aktion gestartet mit One Year Candy Rain. Ihr konntet alle Bilder, Videos und so posten und ich habe in diesem Vorspann, wie ihr seht, eine Menge Bilder von euch bekommen und davon wollte ich mich nochmal von ganzem Herzen bedanken. Ihr habt euch wirklich bei den Bildern so viel Mühe gegeben. Ich hätte niemals gedacht, dass ihr so kreativ seid und so geile Bilder macht und oh mein Gott, danke dafür. Ich habe euch alle so lieb und kann es gar nicht glauben, wie viele Menschen einfach innerhalb ein Jahr schon Candy Rain alle haben und ich habe schon so tolle Beiträge und Fotos damit gemacht und ich bin auch mal ganz fleißig immer posten auf der Candy Rain Closing Seite, also wer die noch nicht kennt, die Instagram Seite von Candy Rain Closing ist auch nochmal unten verlinkt. Aber jetzt kommen wir auch schon zum Teil, worauf ich eigentlich hinaus will und zwar auf das Special. Und zwar haben wir uns gedacht, wir machen ein Geburtstagsspecial und ihr feiert ja diese Specials und diesmal haben wir uns gedacht, machen wir natürlich wieder was Buntes und ihr seht es wahrscheinlich schon an mir. Und zwar haben wir ein Regenbogen-Candy-Rain-Shirt gemacht und ich trage das hier gerade in Crop, was nicht viele mögen, aber das gibt es auch nicht nur in Crop, sondern es gibt es auch in Lang. Und das Besondere daran ist, dass da unten Candy Rain und One Year draufsteht, damit jeder weiß, dieses T-Shirt kam wirklich raus, als Candy Rain ein Jahr alt wurde. Und ja, ich finde das Design mega cool und das ist aber noch nicht alles, Leute, denn wie ihr wisst, gehört zu einer limitierten Edition und gerade zu seiner Geburtstags-Special Edition immer noch was richtig Cooles dazu. Wahrscheinlich schon die Kuscheltiere und so, die feiert ihr alle total, das weiß ich. Aber diesmal haben wir uns gedacht, machen wir kein Kuscheltier dazu, sondern wir überlegen etwas für uns für etwas komplett Neues. Und zwar haben wir nämlich diesmal eine Tasche dabei und zwar eine kleine Handytasche, die man sich umhängen kann. Ich werde euch hier oben ein Bild von der einblenden, wie die aussieht, weil ich die jetzt noch nicht hier habe. Aber wenn ich die dann habe, dann zeige ich die euch nochmal bestimmt auf Instagram. Auf jeden Fall wird so die fertige Tasche aussehen. Das ist eine kleine Handy-Bag-Tasche. Da kann man wirklich Handy, Portemonnaie einfach praktisch reinstecken und sich umhängen, wenn man mal kurz in die Stadt geht. Weil ich habe immer den Struggle. Ich habe keine kleine Tasche, wo ich mein Handy und Portemonnaie einfach verstauen kann. Ich habe immer nur so Riesentaschen und das nervt mich. Und das ist wirklich die perfekte Lösung. Und deswegen dachten wir uns, tun wir doch einfach mal so eine richtig coole kleine Handy-Tasche, also Handy-Umhängetasche dabei. Und ja, das gibt es wie gesagt einmal mit dem Crop-Shirt in Verbindung und einmal mit dem normalen langen Shirt in Verbindung. Also es gibt beide Shirts ab heute Abend, 18 Uhr im Shop. Also stellt euch alle einen Timer heute auf 18 Uhr, denn heute Abend 18 Uhr werden diese limitierten Editions in den Shop online gehen und ich hoffe, du bist dabei und verpasst es nicht, weil ich finde das wirklich mal eine cool limitierte Edition. Das ist mal was komplett anderes als sonst und ich bin gespannt, wie sie euch gefällt. Also lasst auf jeden Fall Feedback in den Kommis da. Und wie gesagt, stellt euch heute Abend allen Timer auf 18 Uhr, speichert euch unten den Shop-Link vor. Der ist nämlich unten auch in der Infobox gleich ganz oben verlinkt. Also speichert euch den alle vor. Eine limitierte Edition bedeutet, wie gesagt, dass sie nur limitiert ist und nur in einer bestimmten Stückzahl erhältlich ist. Und wenn eine limitierte Edition weg ist, dann ist sie weg.
Ja, gut. Aber ich denke, das wissen die meisten auch schon von euch. Und ja, deshalb wünsche ich euch jetzt einfach noch einen ganz schönen Tag und ich hoffe, ihr seid nachher alle dabei und noch ein ganz schönes, tolles Wochenende und am Sonntag wieder einschalten, 12 Uhr, kommt mein neues Video online. Also bis dann und tschüss und ich hoffe, ihr habt euch alle im Video gesehen. Wenn ich irgendjemanden vergessen habe, dann tut es mir wirklich leid. Ich habe wirklich 100 Screenshots, Tausende gemacht von euren Bildern und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Wenn ich jemanden vergessen habe, versuche ich auf jeden Fall eure Beiträge noch alle zu liken. Und ja, love you und tschüss.